Gott zum Gruße und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor, heute irgendeine Art Gaming-PC zusammenzubauen. Im Titel steht irgendwas von Low-Carb-Gaming-PC, wenn ich mich nicht noch kurz vorher umentschieden habe. Das hat nichts mit irgendeiner Eigenschaft des PCs zu tun, das ist einfach nur irgendein Name. So, weiß nicht, als Blickfang oder so, keine Ahnung. Wer dem abgeneigt ist und meint, oh, Clickbait, bla bla, sowas kannst du doch nicht machen. Da vorne ist die Tür und du siehst ja, dass ich es kann. Ja, wir haben jetzt die SSD. Ich schaue mal kurz in meinen Sachen hier, was man vielleicht jetzt mal zusammen komplettieren könnte. Und dann kann ich auch endlich ein Gehäuse verwenden, was ich hier, glaube ich, schon monatelang rumstehen habe, wo ich noch nichts mit gemacht habe. Ich reihe das hier mal auf und zeige euch den Kram. Und jetzt fragt man sich, Philipp, warum hast du denn zwei Gehäuse da stehen? Und RGB-Lit, das sieht ja lit aus. Ja, das ist leider nicht das Gehäuse, was ich verwenden werde. Hier ist ein anderes Gehäuse drin, aber das hat, glaube ich, auch ein Guckfenster, wollte ich schon sagen. Ein Seitenpanel, das hier ist nämlich das neue Gehäuse des Vorbesitzers. Ich glaube, für das Gehäuse habe ich 25 bezahlt oder so, muss ich bei PayPal mal schauen, das habe ich nämlich tatsächlich so bezahlt. Den hier gab es ja for free, habe ich ein Video gemacht, 4 PCs for free. Und das ist ein Fujitsu Siemens Board mit, glaube ich, jetzt 8 oder irgendwie Gigabyte RAM, bla bla, muss ich noch schauen. Da habe ich den i5-3570K draufgepackt. Ich habe leider nichts Besseres, aber das wir jetzt für dieses Video auch tun, das heißt, da nehme ich das Mainboard raus und verwende das. Irgendjemand hatte per Mail geschrieben, er hätte gerne nur so ein Gehäuse. Bitte melde dich noch einmal, dann kannst du nämlich das Leergehäuse haben. Versand kostet, glaube ich, 7 Euro oder sowas per Hermes. Das kriege ich, glaube ich, klein genug. Ja, dann können wir das so machen. Dann eine 1 TB Festplatte, die habe ich getestet, die ist wohl in Ordnung. Dazu die SSD, habe ich schon gesagt, Wärmeleitpaste, LED-Lichtleiste vom Action für 6, 7 Euro. Ich habe den genauen Preis immer noch nicht im Kopf. Die haben aber ein neues Verpackungsdesign. Dazu nehmen wir dann hier diese 1060 und dann gibt es hier dieses 350 Watt Netzteil. Das habe ich in dem Video mir zugelegt mit dem Titel "Ein Tag, ein Gaming-PC als Challenge". Und mit denen hatte ich an sich jetzt keine schlechten Erfahrungen gehabt. Wir haben ja einen PC Express Stromstecker. Sind zwar nicht die schönsten Kabel, aber können wir so auf jeden Fall verwenden. Wärmeleitpaste ist MX2, obwohl ich habe irgendwann auch mal MX4 geschenkt bekommen. Aber macht, glaube ich, hier wenig Sinn. Ich glaube, die dürfte vielleicht 1-2 Grad besser sein. Und weil wir sicherlich noch was sauber machen müssen, werde ich das Ding wieder verwenden. Ich nenne das Ding ja immer Lüster. Das ist einfach nur Luftgebläse. Und das gab es mal bei Lidl, das Ding noch mit einem Kompressor, um Autoreifen aufzupumpen oder so, und einem Akku und Ladegerät für 50 Euro. So was Ähnliches gab es dann auch von Aldi, die haben das allerdings tatsächlich dann nur so verkauft. Sah genau gleich aus, nur mit dem Aldi-Logo drauf und ohne Akku, und man kann es jetzt online bestellen. Ich habe mal bei eBay Kleinanzeigen geschaut, hier ist ein Akku dabei. Ja genau, das ist genau das, was ich gekauft habe für 50 Euro damals. Von Aldi könnte das sogar vielleicht ein bisschen billiger sein. Ich habe jetzt das hier gefunden von Matrix. Das dürfte von Real, glaube ich, irgendeine Eigenmarke sein. Sieht genau gleich aus, ist jetzt nur rot. Genau diese Accessoires waren bei mir auch dabei. Hier kostet es 40 Euro, also würde ich mir das besorgen. Ist ganz praktisch, wenn ich das Gehäuse jetzt hierfür behalten wollen würde, dann kann man damit nach draußen gehen, hier einmal ordentlich reinpusten. Und dann kriegt man den Dreck da fast restlos raus mit sehr wenig Eigeninitiative. Ja, und nun können wir loslegen. Oder was?
Mein lieber Mann, keine 6 Minuten Video und schon ist das Ding zusammengebaut. Das hatten wir, glaube ich, noch nie. Ich habe mich aber auch beeilt, glaube ich. Ja gut, was gab es für Kuriositäten beim Zusammenbau? Eigentlich nicht viel. Das Gehäuse an sich ist in wirklich einem sehr guten Zustand geblieben vom Vorbesitzer. Da muss ich einmal Danke sagen. Vielleicht sieht er das Video in 3 Jahren mal wieder. Kann ja vorkommen, passiert ja immer mal wieder. Der hat das Ding wirklich sehr gepflegt, keine Kratzer und so weiter. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Festplattenschlitten. Hier kann man hier unten, ich bitte dies einmal in der Nachbearbeitung einzufügen, eine Festplatte einschieben. Und das ging so einfach nicht, weil wenn solche Festplattenschlitten eben fehlen, dann kriegst du die Festplatte da nicht rein, die fällt dann da direkt wieder raus. Da musste ich dann selber ein wenig kreativ werden und irgendwelche eigentlich nicht passenden Festplattenschlitten verwenden und dann zwischen Festplattenschlitten und Festplatte habe ich so ein komisches Filz-Aufklebestücks-Zeugs draufgeklebt und dann einfach darüber geschraubt. Das hat funktioniert und die Festplatte kann auch nicht rausfallen, da waren irgendwelche Klammern dran, die haben auf jeden Fall gepasst. Dann haben wir hier vorne ja USB-3-Anschlüsse. Das Mainboard hat allerdings keine. Ist eigentlich kein Beinbruch in dem Sinne. Es gibt nämlich Adapter von USB-3-Headern fürs Mainboard auf USB-2, ganz normal. Einer ist noch frei. Normalerweise habe ich auch immer solche Adapter, nur irgendwie... Oder vielleicht hier oben drin. Nee, das tut mir leid. Normalerweise habe ich immer 2 oder 3 hier, die kosten unter 4 Euro, möchte ich behaupten. Und wenn man bei eBay ein paar mehr kauft, werden die auch nochmal 50 Cent günstiger. Also, ne, habe ich leider nicht gefunden. Hätte ich dann wohl verwendet. Das werde ich noch nachreichen. Zudem geht mir dieser Lüfter auf und sagt, das ist der 3. Lüfter, den ich dort drauf packen wollte. Das ist der originale Fujitsu Siemens Kühler. Schön und gut, ich fand aber, das ist ein wenig zu klein. Ich hätte das gerne, dass er vielleicht die doppelte Kühlfläche hätte. Und der Kühler macht es. Allerdings ist der verdammt laut, weil der Lüfter eben an sich laut ist. Und man hat hier leider keine Lüftersteuerung vom BIOS an sich. Das läuft alles automatisch ab. Das Einzige, was man einstellen kann, ist, dass beim Starten der Lüfter nicht einmal auf 100% aufheult. Und das will ich auch eigentlich gar nicht. Leider laufen jetzt die beiden vorderen Lüfter auch alle, denke ich mal, auf 12 Volt. Aber das ist nicht allzu schlimm. Das lauteste hier ist jetzt die Grafikkarte. Aber die sind fast kaum hörbar, sind ja Be-Quiet-Kühler. Und dann die letzte Sache zu den LED-Lichtleisten. Ich sage ja immer, man kann das USB-Kabel, was da rauskommt, mit 2 Pins verbinden und die dann direkt auf dem Mainboard anstecken. Da war ich diesmal aber zu faul und habe diese Dinger verwendet. Die kann man einfach so aufs Mainboard stecken und dann hat man einen internen USB-Anschluss. Gibt es auch mit 2, kosten 3-4 Euro diese Dinger. Habe ich diesmal so genommen, hat mir Zuschauer empfohlen, dass es diese Dinger gibt.
Ja, das war jetzt der erste Bild, wo ich sagen muss, okay, das hätte ich mir tatsächlich ein wenig besser vorgestellt. Da sage ich aber gleich noch was zu. Wer jetzt denkt, oh Philipp, du hast beschissen, also bei den Benchmarks, das sieht ja voll nach 30 FPS aus, die 60, die hast du dir ausgedacht oder was? Liegt nicht daran, dass das Spiel keine 60 FPS hatte, sondern dass das Aufnahmegerät über HDMI nur mit 30 FPS maximal aufzeichnen kann. Na, vielleicht hole ich mir irgendwann nochmal was Neues. Am besten eine Standalone-Variante, einfach einen USB-Stick rein und fertig. So, und dann kommen wir noch zu den Preisen. Das habe ich ja einmal wunderschön aufgereiht. Irgendwo hier an dieser Stelle am besten. Es kann sein, dass die CPU und die SSD, glaube ich, 5 Euro mehr oder weniger gekostet haben, weil ich die, glaube ich, schon länger hier habe und die aus Bundle-Verkäufen kommen. Und naja, wenn man jetzt als Beispiel, du kaufst für 100 Euro eine CPU und ein Mainboard. Es kann natürlich sein, dass die CPU teurer ist als das Mainboard. Aber wenn das Mainboard wirklich vernünftig ist oder besser ist, weil, weiß ich nicht, weil das Ding ein paar mehr Features hat oder einen anderen Wert hat, dann, ne, dann ist das nicht mehr gleich auf. Ich finde aber dennoch, dass die Einzelpreise für die Sachen oder für das meiste nicht das teuerste von der Welt sind, liegt einfach daran, dass ich fast jeden Tag bei eBay Kleinanzeigen schaue, was da hochgeladen wurde, und wenn da irgendwas Günstiges dabei ist, dann besorge ich mir das und dann wird das verbaut. Und das Kuriose ist, meistens ist der Kram nicht mal kaputt. Auch wenn er irgendwie dabei steht, ja, ist defekt oder so. Haben wir ja schon oft genug gesehen. Irgendwie, ich verlinke hier mal irgendwas oben, was dazu passt. Ich habe es genau im Kopf, ich kenne nur den Videotitel davon nicht mehr. Und da fällt mir ein, habt ihr das auch mal gehabt? Im Benchmark sieht man das nicht so ganz. Ich bin da schlafen gegangen in Minecraft, weil ich ja den Shader testen wollte. Und dann war es immer noch Nacht. Was soll der Mumpitz? Habe ich da, ist was kaputt oder was? Kommen wir nun zu der Sache, die mir nicht allzu gut gefallen hat. Und zwar die Performance bei Fortnite. Die anderen Spiele haben ja alle ganz gut funktioniert und ich erwarte auch eigentlich, dass sie vernünftig laufen. Nur Fortnite mochte irgendwie diese CPU nicht. Kann auch sein, dass es am Mainboard liegt oder an dem Gesamtteil insgesamt oder dass er gerade Updates im Hintergrund gemacht hat. Aber nee, Updates sind es auf keinen Fall. Und das sieht man auch einfach an der CPU-Auslastung. Wenn man dann oben rechts hier einfach mal schaut, steht die CPU-Auslastung da meistens die ganze Zeit bei 100%. Und das liegt eigentlich nur daran, wenn es denn jetzt so einfach wäre, dass ich die FPS-Zahl in den Einstellungen nicht begrenzt habe. Wenn man das Ganze nur auf 60 FPS begrenzt, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall spielbar. Wir haben auch dann durchschnittlich, wie wir ja auch an den FPS-Werten sehen, die ich auch dort eingeblendet habe, im Durchschnitt 58 FPS. Aber wir haben Low-FPS von 6,4 bzw. 2,8 FPS. Da gibt es so ein, zwei kleine Hakler. Aber wenn diese Hakler nicht gerade in dem Moment erscheinen, wenn man jemanden abschießen möchte, dann kann man das auf jeden Fall spielen. Aber ich bitte, dies im Hintergrund zu behalten, wenn sich irgendjemand jetzt denkt, okay, ich hole mir den i5-3570 oder auch die K-Variante, würde ich nicht nehmen, nimmt besser ein oder zwei Generationen neuer, da hat man, glaube ich, ein paar weniger Probleme mit. Ich habe gerade auch gedacht, okay, da passt ja auch ein i7 drauf, der i7-3770, aber die kosten um die 60 Euro und das bin ich nicht bereit dafür zu bezahlen. Aber ich denke immerhin noch für diese 150 oder 149 Euro, ja, ist das ein PC, der gar nicht allzu schlecht ist. Und damit kann man auf jeden Fall eine Runde spielen. Ich habe übrigens auch versucht, die Grafik-Settings aufs absolut niedrigste zu stellen. Und das hat sich zwar dann auch ein bisschen in der Performance gebessert, aber ein paar FPS-Drops hatten wir dann doch immer noch. Also liegt es tatsächlich dann auch wohl ein Stück weit an der CPU und das finde ich ein bisschen schade. Und ich habe auch noch vor, mich mit dem i5, der jetzt dort drin verbaut ist, weiter zu beschäftigen. Ich habe nämlich schon eine ganze Zeit so ein, wo habe ich es denn hingeräumt? Warte mal. Dieses Ding hier. Ein ASRock Z68 Extreme 4. Und ich glaube, damit kann man sich dann noch mal ein bisschen weiter beschäftigen und die CPU noch ein bisschen verbessern. Ein bisschen übertakten. Ich weiß nicht, inwiefern und wie weit das alles klappt. Auch mit einer Luftkühlung. Ich glaube, ich werde dann hier diesen Kühler verwenden. War ich da schon mal drin? Scheinbar nicht. Aber ja, das wird auf jeden Fall später dann irgendwann nochmal kommen. Und ja, ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos sehr bald wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.